Hallo Christina, ich habe dir was mitgebracht. Vielen so Dank. Zur Begrüßung. An was erinnert es dich? Also wenn ich es mir so anschaue, das sieht ganz nach Frühling aus. Genau, die Farbe ist Frühling und das ist auch das Motto unserer heutigen Sendung. Es geht um den kulinarischen Frühling und wir sind zu Gast im Romantikhotel und Weingut zur Schwane. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in der Schwane. Hallo Eva. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Eva, was hast du heute für uns vorbereitet, Schönes? Ja, ich dachte, ich zeige euch mal unsere Frühlingsküche. Und Achim Büschel hat da einen Zander zum Beispiel zu einem Carpaccio vorbereitet. Oder wir können einen Saibling machen, Bärlauchsuppe. Jetzt die Frage, wer von euch möchte in die Küche gehen? Oh, ich würde gerne in der Küche helfen. Okay, und dann so denke ich, wir suchen ein paar Weine in der Winothek dazu aus. Wir würden Weine genau. probieren. Super. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich habe jetzt schon das perfekte Outfit zum Kochen an. Achim steht hier neben mir. Was machen wir denn jetzt? Wir werden heute machen eine Saiblingssalate. Dafür habe ich einen frischen Saibling hier. Den werden wir machen auf einem Linsengemüse, einem schwarzen, haben wir schwarze Linsen, werden wir ein Gemüse kochen davon. Dazu werden wir machen einen Karotten-Kartoffelstampf. Dann können wir eigentlich auch schon anfangen, vielleicht die Karotten zu schälen. Ja, das klingt doch gut. Christina ist ja jetzt in der Küche und zaubert ein leckeres, feines Gericht. Wir zwei beide sind in der Schwane-Winothek. Eva, du hast schon mal aus der Vielzahl eurer Weine was ausgewählt. Mit was starten wir? Also ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem Lieblingswein an. Ein VDP Gutswein, eine Cuvée aus Scheurebe, Silvaner und Kerner. Wunderbar fruchtig, trocken, nicht herb. Von wo ist denn der Fisch? Wo kommt der denn her? Der Fisch ist hier frisch aus der Region, zwar aus dem Nachbarort, aus Obervolgach, von der Fischzucht Gerstner ist der. Ja, ich könnte mir vorstellen, zu dem Fisch passt ein Volgacher Silvaner, ein VDP-Ortswein 2016. Ist Silvaner eure Hauptrebsorte im Weingut? Genau, also wir haben 50% unserer Rebfläche mit Silvaner bestockt und dann eben je nach Lage, je nach Stilistik, vom Basiswein bis hin zu großen Gewächsen, alles möglich mit der Rebsorte. Dann probieren wir ihn doch mal. Gibt es ein Lieblingsgewürz von dir? Im Moment, es gibt viele tolle Salze, die parfümiert sind. Wir werden später auch mit sowas arbeiten noch. Wir haben zum Beispiel hier ein Hibiskusblütensalz. Das sieht aber toll aus. Das ist frühlingshaft. Genau. Du hast ein großes Gewächs ausgewählt. Genau, gewagt vielleicht mal vom Riesling. Ein Volgacher Ratzer, Jahrgang 2013. Ist ja so bei den großen Gewächsen, da lässt man sich immer sehr viel Zeit mit der Fassreife. Das heißt also, die werden erst 2 Jahre nach der Ernte abgefüllt und auch vermarktet, weil diese Weine einfach brauchen, bis sie, ich sage jetzt mal, ihre stabile Trinkreife erlangt haben. Und deswegen auch die Formulierung gewagt, genau. Sozusagen. Genau. Gewagt, deswegen nicht wegen des Jahrgangs, sondern wegen der Intensität und der Kraft eben zu dem Fisch. Mhm. So, ich merke, da fehlt noch ein bisschen Salz. Schmeckt aber schon sehr gut. So, jetzt sind wir auch in den letzten Zügen, also kurz vorm Anrichten. Wir braten uns jetzt noch den frischen Saibling. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht schon mal die Kartoffeln und die Möhren stampfen. So, dann der frische Saiblingskaviar noch oben drauf. Für den Farbtupfer im Frühling. Genau. Wir zwei beide sind jetzt an der Reihe, um den Wein für den Fisch auszuwählen. Genau. Also ich sage jetzt einfach mal, ich bin ja ein Klassiker-Fan, ich würde jetzt zum Silvaner tendieren. Ja, ich tatsächlich auch, wie ich vorher schon vermutet habe, ist der Silvaner wahrscheinlich zu dem Fisch die richtige Wahl. Ah, jetzt geht's los. Dankeschön. Super aus, was ihr da gezaubert habt. Und ihr habt einen Wein dazu ausgesucht. Genau, Eva, für dich. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft in der Schwane. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Hat uns sehr viel Freude bereitet. Wir wünschen uns allen einen schönen Frühling. Genießen Sie es und auf bald. Zum Wohl. Bis bald. Tschüss. Narische Frühling und dazu schauen wir noch. Rausschneiden bitte.
Einen guten. Oder müssen wir nochmal?